RFH zeigt, was den Harz bewegt. RFH. Einfach näher dran. Jetzt bei RFH aktuell am Mittwoch. Das sind unsere Themen heute. Gedenktag für die Opfer des NS-Regimes. Gymnasiasten auf den Spuren von KZ-Häftlingen. Die zweite Halberstädter Eiszeit steht bevor. Schlittschuhlaufen auf dem Fischmarkt in Halberstadt. Die Harzer FIFA 18 Meisterschaft. Das größte E-Sports-Event im Harz. RFH. Informativ, aktuell, näher dran. Die Spiele von Germania Halberstadt werden Ihnen präsentiert von den Halberstadtwerken. Die Winterpause ist vorbei. Am Sonntag, den 28. Januar, geht es wieder auf den Platz für den VfB Germania Halberstadt. Anpfiff ist um 13.30 Uhr gegen FC Viktoria 1889 Berlin im Stadion Lichterfelde in Berlin. Im ersten Spiel unterlagen die Germanen mit 0:2. Dieses Mal hoffen sie mit der Unterstützung der Fans 3 Punkte bei diesem Auswärtsspiel zu holen. Die zweite Halberstädter Eiszeit steht bevor. Schlittschuhlaufen auf dem Fischmarkt in Halberstadt. Auch wenn der Winter in den nächsten Tagen nicht das hält, was er verspricht, so steht der Halberstädter Eiszeit nichts im Weg. 17 Tage lang wird es wieder eine 450 Quadratmeter große Eiskunstlaufbahn vor den Halberstädter Rathauspassagen geben. Diese wird gerade aufgebaut, sodass sie am Freitag, den 26. Januar, eröffnet werden kann. Die zweite Halberstädter Eiszeit ist vom Freitag, den 26.11. mit 16.30 Uhr der Eröffnung und geht bis zum Sonntag, den 11.02. bis 20 Uhr. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass ihr das hier macht. Zum wievielten Mal macht ihr das denn insgesamt schon? Ja, das ist jetzt, wie ich eben sagte, die zweite Halberstädter Eiszeit. Und ich sage mal, aufgrund, dass letztes Jahr doch so eine gute Resonanz war und die Bahn auch sehr gut von der Bevölkerung und den Besuchern angenommen wurde, haben wir uns entschlossen, dieses Jahr das fortzuführen. Und vielleicht kann es auch dadurch, wenn wir dieses Jahr mal sehen, wie die Annahme war, zur festen Größe für die Winterferien in Halberstadt werden. Und ihr macht ja auch wieder das Faschings-Spezial dieses Jahr? Genau, das findet auch wieder statt. Das finden Sie auch auf unserer Internetseite. Und ja, da freuen wir uns und laden jeden ein, wer im Kostüm kommt und kann dann natürlich unentgeltlich laufen. Am Eröffnungstag präsentiert sich der VfB Germania zum Beispiel. Des Weiteren werden wir Eishockey-Turnier machen mit einer prominenten Mannschaft, mit Zweien aus Halberstadt. Da sind wir gerade bei. Noch eine Überraschung, wer alles mitläuft. Das findet am zweiten Samstag statt. Ja, und so kommt eines wieder zusammen in der Zeit. Und wie lange und wie aufwendig ist der Aufbau der Eisbahn? Ja, also für den Aufbau müssen wir schon gut eine Woche rechnen. Ja, wir müssen ja den Schwerlastfußboden, das sind schon 2 40-Tonner Material. Dann die Schlittschuhbahn selber ist auch ein 40-Tonner mit Aggregate, mit Kühlmittel und allem. Und das bedarf halt der Zeit. Da muss natürlich erstmal alles auch funktionieren. Und die Eisaufbereitung müssen also Minimum 3 bis 4 Tage auch rechnen. Und zurzeit bei den Temperaturen sind es dann eher 3 bis 4 Nächte als am Tage. Kommt es zu Schwierigkeiten, wenn jetzt nun morgen 15 Grad zum Grillen sind? Ja, ich denke, der Eisbereitung sollte trotz der Temperatur nichts im Wege stehen. Wir erwarten noch 2 Ersatzteile, die wir brauchen, um das zweite Aggregat noch zu starten. Und wenn wir dann mit 2 Aggregaten je 125 Ampere fahren, sollte pünktlich zur Eröffnung das Eis auch aufgebaut sein und das Eisvergnügen in Halberstadt zum zweiten Mal beginnen. Gerade sind die fehlenden Teile angekommen, sodass das zweite Aggregat angeschlossen werden kann. 1,5 Stunden auf der Bahn kosten 4 Euro und die Schlittschuhe dazu noch einmal 3 Euro. Auch Anfänger brauchen keine Angst haben. Einen Lauflernpinguin kann man sich ebenfalls ausleihen für nur 1 Euro. Also wer selber keine Schlittschuhe besitzt, kann die natürlich bei uns im Fundus gerne auch ausleihen für 3,50, 1,5 Stunden. Wir haben 300 Paar Schlittschuhe, wir haben die Eislaufhilfen nochmal aufgestockt, die Pinguine und die Eisbären haben wir nochmal auf 8 erhöht, weil da letztes Jahr auch eine große Nachfrage war. Ja, und wie gesagt, wer selber natürlich Schlittschuhe hat oder zu Weihnachten, zum Nikolaus oder jetzt vielleicht zum Geburtstag, zum Winterferien geschenkt bekommt aus der Familie oder Freundeskreis, kann die natürlich gerne mitbringen. Und dann ist halt nur der Eintritt für 1,5 Stunden fällig. Ja, und dann flott aufs Eis und los geht die Kufenfahrt. Vom 26. Januar bis 11. Februar können Sie die Eisbahn auf dem Fischmarkt in Halberstadt besuchen. Sonntags bis donnerstags von 10.30 Uhr bis 20 Uhr und freitags bis samstags von 10.30 Uhr bis 22 Uhr.
Fahrzeuge Bögelsack. Beste Preise und leidenschaftlicher Service. Wir haben immer mehr als 250 Fahrzeuge an unseren Standorten in Halberstadt für Sie vorrätig. Automobile sind unsere Leidenschaft und genau so ist unser Service. Egal welche Marke Sie fahren. Wir sind kompetent, qualitätsbewusst und in den Preisen fair. Fahrzeuge Bögelsack. Zweimal für Sie in Halberstadt. Und wieder ein zufriedener Möbelmüller-Kunde. Möbelmüller in Thale bringt tolle Möbel und Küchen. Qualität, an der Sie lange Freude haben. Die Möbel von Müller. Möbelmüller in Thale. Das erste Einrichtungshaus in Sachsen-Anhalt mit TÜV-geprüfter Servicequalität. Yippie, yippie. Prävent pur von Foxy Moon. Denn Vorbeugen ist die bessere Medizin. Erleben Sie bei Schubinski innovative Produkte für höchste Ansprüche und Technik und Lösungen mit Leidenschaft. EP Media Park Schubinski. Mein Service macht den Unterschied. Entdecken Sie die neue Vielfalt in der erweiterten Merchandise-Abteilung. Große Auswahl an Artikeln mit Motiven der bekannten und beliebten Serien wie The Walking Dead oder Game of Thrones sowie Plüschtiere der Nintendo GameStars. Lassen Sie sich zu diesen Angeboten gern bei uns beraten. Eine Altersvorsorge, da schneidern wir Ihnen gern ein Angebot nach Maß. Schauen wir uns doch mal Ihre Finanzen an. Gucken Sie mal hier. Wohneigentum ist für Sie als junge Familie natürlich ein wesentlicher Bestandteil im Vorsorgemix. Andere wichtige Bausteine sind Absicherung und Vermögensaufbau. Mami, Mami, die Sparkasse ist ja eine Riesenbank. Ja, Schatz, aber bitte fass nichts an, ja? Für jeden die passende Altersvorsorge. Sparkassenfinanzgruppe. Deutschlands Nummer 1. Team Konrad, Service mit Tradition seit über 80 Jahren. In unserem erweiterten und modernen Autohaus in Halberstadt präsentieren wir Ihnen aus der abwechslungsreichen Welt von Kia die richtigen Begleiter für jede Lebenslage. Unser Team im Verkauf, bei der Finanzierung und im Service kümmert sich kompetent um Sie und Ihr Fahrzeug. Egal ob Inspektion, Wartung oder Reparatur, da sehen wir genau hin und erledigen das. Gründlich, günstig und schnell. Auch für Ihr Fahrzeug. So sorgen wir für zufriedene Kunden. Hallo, mein Name ist Alfred Konrad und ich lade Sie ein, die Welt von Kia in unserem Hause zu entdecken. Kia Motors, the power to surprise, mit 7 Jahren Garantie. Bei Ihrem Team Konrad. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Jetzt bei RFH. Neues aus der Harzregion. Halberstadt entschied sich für die CIMA GmbH. Das Büro der CIMA Beratung und Management GmbH wird in den kommenden 18 Monaten den Prozess der Aufwertung Breiter Weg koordinieren und begleiten. Eine Jury aus Stadträten und Verwaltungsmitarbeitern hatte sich unter den 3 Bewerbern für das Konzept dieses Büros entschieden, das unter anderem Standorte in Berlin, München und Hannover unterhält. Es gilt als Kompetenzzentrum für Stadt- und Regionalentwicklung sowie für Marketing im öffentlichen Sektor. Der Stadt Wernigerode wurde ein gutes Kita-Qualitätsmanagement testiert. Für die Zusammenarbeit ist es wichtig, dass die Eltern der Kita vertrauen und mit deren Arbeit zufrieden sind.
Erstmals wurde eine Befragung der Eltern in den Kindertagesstätten, die sich in Trägerschaft der Stadt Wernigerode befinden, ausgewertet. Die Erhebung wurde in Sachsen-Anhalt bis Juni 2017 von der Hochschule Magdeburg-Stendal durchgeführt. Beteiligt hatten sich 863 Eltern, also knapp 50%. Die Kitas von Wernigerode erzielten in allen Schlüsselfragen gute bis sehr gute Gesamtwerte. Die Befragungsergebnisse, Vorschläge und Kommentare der Eltern wurden seit der Sommerpause von den Fachkräften durchgesprochen und es wurde gezielt nach weiteren Verbesserungsmöglichkeiten gesucht. Die Hochschule testierte Wernigerode als ein wirklich vorzeigbarer Kita-Träger und Vorreiter in Sachsen-Anhalt. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Die Wetteraussichten werden präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt. Am Donnerstag bleibt es wie gehabt grau und niederschlagsreich. Bereits am Morgen bedeckt eine dichte Wolkendecke den Himmel bei Frühwerten um 8 Grad und leichtem Regen. Mittags bleiben die Werte identisch. Am Abend lässt der Regen nach und es kühlt sich wieder ab auf 6 Grad. Über Nacht fängt es dann erneut an zu regnen und die Temperatur fällt noch einmal ab auf 5 Grad. Vor dem Start ins Wochenende zeigt sich die Sonne zwischen einzelnen Wolken bei Tageshöchstwerten von 8 Grad. Die Harzer FIFA 18 Meisterschaft, das größte E-Sports-Event im Harz. Für viele Konsolenfreunde ist FIFA mehr als nur ein Spiel. Und diesen Februar wird sich zeigen, wer der Beste im Harz ist. Herzlich willkommen zur Harzer FIFA-Meisterschaft, dem größten E-Sport-Event im Harz. An diesem Turnier kann jeder teilnehmen, der älter als 14 Jahre ist. Anmeldeschluss ist der 4. Februar. Veranstaltet wird das Turnier von der Harzer Blitzergruppe unter der Schirmherrschaft von Daniel Zarata. Los geht es mit der Online-Runde am 11. Februar. Die besten 32 qualifizieren sich dann für das Finale. Und das im Germania-Stadion. Wo sollte man sonst FIFA spielen? Wer dieses Turnier gewinnt, darf sich mit Fug und Recht Harzer FIFA-Meister nennen. Ob Xbox oder PS4, spielt auf der Konsole eurer Wahl. Die Partien werden so weit wie möglich auf der favorisierten Konsole ausgetragen. Zu gewinnen gibt's natürlich auch was. Preise im Gesamtwert von 1.000 Euro. Der Gewinner kann sich freuen über eine Xbox One X. Für den zweiten geht es einen Tag mit einem Muscle Car seiner Wahl, gesponsert von Harz Cruiser, durch den Harz oder wo immer ihr dieses schöne Auto hinbewegen wollt. Und der dritte Preis sind 2 Tickets für ein Bundesligaspiel. Und für jeden, der teilnimmt und vielleicht nicht unter den ersten 3 sein sollte, gibt es natürlich auch noch ein paar Trostpreise. Also seid dabei, im Februar geht's los, Harzer FIFA-Meisterschaft. Viel Spaß! Meldet euch jetzt an unter www.blitzergruppe.de. Young Dynasty Gaming, die Harzer E-Sport-Community für Jung und Alt. Prävent pur vom Foxy Moon. Denn Vorbeugen ist die bessere Medizin. Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige. Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Alle Angebote im Überblick finden Sie auch im RFH Teletext ab Seite 301. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Suchen Sie eine neue Wohnung?
Wir machen Ihnen die Suche leicht mit unserem vielfältigen Wohnungsangebot in Halberstadt. Damit Sie gut, preiswert und zukunftssicher wohnen. Zeitgemäß, modern, perfekt für Ihre Familie. WGH, Freunde fürs Leben. Wir begleiten Sie stressfrei in die eigenen vier Wände. Unser Serviceteam berät Sie individuell. Informieren Sie sich jetzt im Mitgliederservicezentrum oder im Wohnungsmarkt im Internet unter wgh.de. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Gehen Sie auf Zeitreise in Thale. Das DDR-Museum zeigt 40 Jahre DDR-Geschichte. Möbel, Technik, Bücher und Einrichtungsgegenstände, mit denen viele Erinnerungen verbunden sind. Das einzigartige DDR-Museum bei Möbel Müller in Thale ist montags bis samstags für Sie geöffnet. Ein toller Tipp für die ganze Familie. Gedenktag für die Opfer des NS-Regimes. Gymnasiasten auf den Spuren von KZ-Häftlingen. Die Konrad-Adenauer-Stiftung bietet bundesweit Projekttage, Zeitzeugengespräche, Filmvorführungen und Workshops zur Aufarbeitung der nationalsozialistischen Diktatur an. Die 12. Klassen der Europaschule Gymnasium Stephanium Aschersleben wollen sich in der Gedenkstätte für die Opfer des KZ Langenstein-Zwieberge umfassend informieren. Also wir sind heute mit der 12. Klasse hier mit unseren Lehrern und wir gucken uns heute das KZ an, also das ehemalige KZ, und da machen wir eine Tour durch die Gedenkstätte, und das hilft uns, unseren Geschichtsunterricht besser zu verstehen. Ich war vor 2 Jahren mit unserer Religionsgruppe in Auschwitz, und da haben wir uns auch das ganze Lager angeguckt, und das war halt auch echt schrecklich. Also das ist nochmal eine ganz andere Erfahrung, als, sage ich mal, bloß kleine Lager jetzt in Deutschland zu sehen. Eingeteilt in 2 Gruppen lernen die Gymnasiasten die Gedenkstätte näher kennen. Für sie ist es der erste Besuch in Langenstein. Man muss natürlich wissen, was von Schülerklientel kommt. Das heißt also ab Hauptschulklasse, Förderschulklassen, Gymnasien, damit man darauf vorbereitet ist. Die Schulen werden informiert über die Möglichkeiten, die es hier gibt, als Angebote für Seminare, Geocaching, wie heute ein Seminar, was einen ganzen Tag dauert. Und dann läuft das natürlich kontinuierlich mit meiner Kollegin, die das hauptamtlich macht, dass wir also Gedanken machen, wie können wir Jugendliche mit diesem Thema vertraut machen, obwohl es nun so lange her ist. Was geht mich das heute noch an? Dass man also auch immer versucht, den Gegenwartsbezug herzustellen, dass ich es nicht nur abhake als Geschichte. Empathie ist schön, wenn man mit den Opfern mitfühlt, aber das reicht ja nicht aus. Gerade in der heutigen Gesellschaft muss ich also selbst Stellung beziehen und auch Courage zeigen, und dass man da also auch diesen Schritt vermittelt, was ist denn notwendig, und auch auf die Mechanismen immer wieder zurückgreift, die in einer Gesellschaft zu Ausgrenzung führen, zu Stigmatisierung. Und da sind wir selber ja auch nicht gefeit, und da hat man den Bogen wieder in die Gegenwart. Was sind vielleicht die am meisten gestellten Fragen? Natürlich gehen die Fragen oft ins Private auch, dass das Interesse dann da ist, von den ehemaligen Häftlingen noch mehr zu erfahren. Dann ist es natürlich für die Schüler, weil es sehr weit weg ist, fehlt oft auch der Bezug. Vor wenigen Jahren noch hatte man dann schneller den Bezug auch zu den eigenen Großeltern, sodass es also zum Teil immer ein bisschen abstrakter wird, auch zum Teil Begrifflichkeiten aus der damaligen Zeit, dass man etwas erklären muss, die Zusammenhänge. Aber wie gesagt, natürlich die Lebensbiografien spielen immer eine große Rolle. Während des Workshops sprechen die Schüler über ihre Erfahrungen und Eindrücke, die sie in anderen Gedenkstätten gesammelt haben, und vergleichen sie mit dem, was sie hier im Harz vorfinden. Malachit, so der Name des KZ-Außenlagers von Buchenwald.
Das Workshop-Thema beschäftigt sich natürlich auch mit der Geschichte des ehemaligen Konzentrationslagers. Das heißt, es wird einen kurzen Input geben zur Einbettung der Geschichte des KZ Langensteinsberge in regionale und in historische Zusammenhänge. Dann werden die Schüler mit Häftlingsbiografien arbeiten. Sie werden also schauen, was Häftlinge hier in das Lager geführt hat, wenn sie überlebt haben, was danach mit ihnen passierte, beziehungsweise anhand von Dokumenten, die wir auch in der Gedenkstätte hier haben, einen Weg eines Menschen nachvollziehen, der verschiedene Konzentrationslager durchschritten hat und die Lager nicht überlebt hat. Und natürlich wird auch die Frage, was hat diese Geschichte heute noch mit uns zu tun, eine große Rolle spielen. Der Bau einer Untertageanlage für die Rüstungsproduktion begann erst im April 1944. Ein Jahr später wurden die Häftlinge von der US Army befreit. Diese relativ kurze Zeit hinterließ viel Leid und Elend sowie 772 Tote. Unter unmenschlichen Bedingungen trieben 7000 Häftlinge aus 23 Ländern ein 13 Kilometer langes Tunnelsystem in die Tegenberge. Wie diese Häftlinge lebten, wie sie untergebracht waren, das wollen die Gymnasiasten auf der Geocaching-Tour erkunden. Und wir haben heute als Thema Erinnern als Verantwortung. Und die Schüler werden heute in verschiedenen Gruppen arbeiten. Zunächst werden sie sich mit dem Geocaching-System, also das sind Touren auf dem Gedenkstättengelände, auf den Spuren ehemaliger Häftlinge begeben. Sie werden interaktiv und in kleinen Teams selbstständig sich Wissen aneignen über das ehemalige Konzentrationslager. Die Geocaching-Touren setzen sich aus Taschen zusammen, die also einen kompletten Inhalt haben in Bezug auf alles, was die Schüler auf dem Gelände sich selbstständig erarbeiten. Das heißt, es wird zunächst ein Team gebildet, ein Teamchef oder eine Teamchefin wird gewählt, die für die Aufgabenstellungen verantwortlich ist, für die Erfüllung dieser Aufgaben. Und es gibt dann innerhalb dieses Teams einen Navigator, der mit einem kleinen GPS-Gerät die Route vorgibt, die einzelnen Stationen angeht. Es gibt innerhalb dieses Teams dann den dritten Informanten bzw. Informantin. Der oder die bekommt dann ein Tablet zur Verfügung. Auf diesem Tablet sind Quellen aufgespielt, ganz unterschiedliche Formate. Das heißt also Textauszüge, das heißt Interviews mit ehemaligen Häftlingen. Das sind Auszüge aus Erinnerungsberichten, aus Zeitzeugenberichten. Und das alles sind die Quellen, mit denen die Jugendlichen arbeiten. Dann gibt es die vierte Person im Team, Schreiber oder Schreiberin, die die Arbeitsergebnisse notieren wird und sodass sich also ein rundes Bild ergibt. Und natürlich hat dieses Geocaching immer eine ganz intensive Vorbereitung und eine ganz intensive Nachbereitung. Unterteilt in vierer Gruppen machen sich die Schüler mit dem GPS-Sender auf den Weg. An 8 unterschiedlichen Standorten erfahren sie, welche Gebäude hier standen, wie die Häftlinge ihr Leben in Briefen beschrieben und welchen Gräueltaten sie ausgesetzt waren. Alte Foto- und Filmdokumente vom Laptop vermitteln lebendige Geschichte. Die hier gewonnenen Erkenntnisse werden in einem Heft zusammengetragen und können als Informationsmaterial mit nach Hause genommen werden. Das Küchenstudio Spiegelstraße in Halberstadt. Ihr 1A-Fachhändler vor Ort bietet alles, was das Herz begehrt. Innovative Technik, pflegeleichtes und strapazierfähiges Material. Die Veranstaltungstipps werden präsentiert vom Küchenstudio Spiegelstraße. Die Mitarbeiterinnen der Halberstädter Stadtbibliothek laden am 25. Januar zum ersten literarischen Kaffeeklatsch im neuen Jahr ein. Genießen Sie ab 16 Uhr bei Kaffee und kleinen Köstlichkeiten die Wohlfühlatmosphäre im Bibliothekskeller der Stadtbibliothek. Am Donnerstag, den 25. Januar, ist die Premiere von Clyde und Bonnie. Eine große und unbändige Liebesgeschichte zweier randständiger Jugendlicher. Um 19.30 Uhr beginnt das Stück des Nordharzer Städtebundtheaters auf der neuen Bühne in Quedlinburg. Genauere Informationen zur Aufführung finden Sie unter www.harztheater.de. Am Samstag, dem 27. Januar, findet um 15 Uhr ein Drum Circle in der Aula der Evangelischen Stiftung Neinstedt statt. Bei einem Drum Circle wird mit Trommeln und verschiedensten Instrumenten gemeinsam Musik gemacht. Alle können mitmachen, Vorkenntnisse sind hilfreich, aber nicht erforderlich.